Moin und willkommen zu einer neuen Folge LS15, Hackern für einen neuen Hof im Salzburger Land, wie gehabt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, so am Kontostand geht es bei uns ganz gut voran. Wer meine letzte ETS2 Folge, die Nummer 25 gesehen hat, wird auch schon wissen, wieso, weshalb, was passiert ist. Für alle anderen werde ich das mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar wollten wir eigentlich zusammen ein bisschen Mais häckseln. Das habe ich jetzt nun schon beziehungsweise zum Teil alleine erledigt. Ich hatte zwei Felder gehäckselt. Das Ganze ist bei der Biogasanlage auch schon ja, durchgegärt. Und wie wir das vom LS her kennen mit der Biogasanlage, kann man die ja an und für sich unbegrenzt befüllen. Beziehungsweise, naja, halt wenn man die Zeit so ein bisschen vorlaufen lässt, kann man immer schön nacheinander was reinschmeißen. Das haben wir nun auch gemacht mit dem, was da war, oder zumindest mit einem Teil davon. Noch ist nicht alles weg. Und ja, so kam dann doch schon mal ein hübsches Sümmchen zusammen, was wir denn ja auch zukünftig nutzen wollen und werden. Ja, der Grund, warum ich das jetzt so vorgezogen habe und noch mit der Biogasanlage so mache, ist ja halt, wie gesagt, dass wir das Geld erstmal für unseren neuen Hof da in Schönebeck brauchen. Und die Zeit bis dahin jetzt ja auch langsam knapp wird. Morgen Abend soll sie ja erscheinen. Und ja, bis dahin müssen wir doch noch ein bisschen, oder wollen wir ja halt doch noch ganz gerne ein bisschen was zusammenbekommen. Gut, jetzt sammeln wir noch mal eben die paar Strohballen von dem einen Getreidefeld hier zusammen. Gegrubbert habe ich schon, deshalb liegen die Ballen auch am Rand auf dem Grünstreifen. Ja, die haben wir da halt mal so ein bisschen beim Grubbern zur Seite geschoben. Der John Deere, der hat auch ein kleines Chip-Tuning bekommen. Also der größere von den beiden, den wir hier nutzen. Ja, wie gesagt, der hat ein kleines Chip-Tuning bekommen. Fährt jetzt so allgemein ein bisschen schneller und auch gerade so hier auf dem Acker, wenn es bergauf geht oder so, sagt er auch nicht mehr so sehr mit der Geschwindigkeit ab. Also das ist jetzt so bergauf Geschwindigkeitsverlust von 1-2 km/h, den wir jetzt nur noch haben. Und ja, sonst ist ja doch ganz gewaltig immer in die Knie gegangen. Wie eigentlich alle anderen Maschinen auch. Ja, den Drescher und den Häcksler müssen wir auch nochmal bei Gelegenheit wieder zum Hof bzw. zum nächsten Feld fahren. Bei Gelegenheit halt.
werden wir erstmal eben die Ballen noch aufladen. Das Ganze dann eben zum Hof fahren. Da dann noch nicht wegstapeln oder wegstellen, sondern ja, mal kurz bei der Biogasanlage vorbeischauen und werden wir wohl anfangen ein bisschen zu düngen. Ja, um nochmal auf den John Deere zurückzukommen, wie gesagt, der hat so ein kleines Chiptuning gekriegt. Ja, Vorteil ist, er läuft jetzt halt auch auf der Straße ein bisschen schneller. Nachteil dadurch, dass die Lenkung bei dem halt so ein bisschen anders funktioniert. Ah, Entschuldigung, das war eben so ein verreckter Räusperer. Moment. Ja, wie gesagt, dadurch, dass die Lenkung bei dem ja so ein bisschen langsamer ist. Oder langsamer zurückläuft und alles, ist er jetzt natürlich auf der Straße mit 60 km/h so ein bisschen blöd zu fahren. Da muss ich noch mal gucken, ob man das irgendwie, diese Lenkgeschwindigkeit, wo man die einstellt, wenn man das macht, weil das gefällt mir so nicht wirklich. Für Schönebeck habe ich den John Deere zwar auch mit dem Mod-Ordner, erstmal zumindest, ob wir den da auch denn nutzen werden oder nicht, hängt halt davon ab, ob ich das mit der Lenkung hinkriege. Wenn nicht, ich habe noch einen anderen großen, 8370 müsste das sein. Da hatte ich noch einen neuen gefunden, na gut, den muss ich dann noch mal so ein bisschen ausprobieren bzw. testen, ob der auch was taugt. Und wenn, dann wird der da auf jeden Fall auf den Hof kommen. Aber gut, das warten wir dann mal ab. Noch ist ja nicht ganz so weit. Morgen abends soll die erst rauskommen. Und ich bin da schon gespannt, wie sonst was drauf. So, jetzt erstmal auf zur Biogasanlage. Ja, hier haben wir auch noch ein bisschen Silage liegen, die wir eventuell auch noch da hinten mit reinschmeißen können. Mal gucken, wo wir so vom Geldstand her landen, wenn wir das, was wir da jetzt bei der BGA noch haben, alles weggehauen haben. Allzu viel Startkapital möchte ich jetzt auch nicht unbedingt mit einer schönen wegnehmen. Zumindest brauchen wir da so viel, dass wir uns den Hof mit dem Nötigsten einrichten können. Ja, vielleicht auch ein paar Tiere schon mal holen können. Und ja, der Rest irgendwie gewohnt nach und nach. Eigentlich hätte ich Güllefass mit hernehmen können. Weil ich eigentlich mal gucken wollte, wie das überhaupt ist. Ob wir da Gülle rauskriegen oder nicht. Weil er mir da... Moment. Er zeigt mir hier halt nichts an. Normalerweise beim Güllepott von der Biogasanlage, wenn du da dran stehst, zeigt er dir den Füllstand an. Das macht er mir aber hier nirgends. Kann hier hinlaufen, wo ich will.
Ja, da. Oh, wunderbar. Wir können noch mal eben wieder zum Hof zurückfahren. Das mit dem Kunstdünger hat sich gerade erledigt. Zumindest fürs Erste. Müssen wir mal gucken, wie weit wir denn nachher mit der Gülle hinkommen. Aber wenn wir die schon mal da haben, werden wir die dann auch erstmal vorzugsweise nutzen. Ja, ist ein bisschen blöd gemacht da mit der Anzeige. Aber gut, wir haben es denn jetzt letztendlich doch noch gefunden. Lassen wir den Dümmerstreuer da jetzt erstmal stehen. Wegräumen können wir den später noch. So, das hat eine Lenkachse? Nee, hat's nicht. Ja, dass ich dieses Glühfass benutze, ist jetzt auch das erste Mal. Hatte ich jetzt auch mal irgendwo gefunden und gesehen und fand das soweit optisch erstmal ganz ansprechend und auch von der Größe her passend für diese Map. Müssen wir jetzt halt nur mal gucken, wie das so beim Arbeiten ist. Ja, Güllemis Kalkmod ist auf dieser Map, soweit ich das jetzt weiß, nicht verbaut. Das wäre dann eventuell auch nochmal was, was ich mir so für die nächste Zeit mal vornehmen könnte. Wenn ich eh schon an der Map ein paar Sachen verändere. Lässt sich da natürlich auch nicht befüllen. Das ist natürlich hier auch nicht. Ja, das ist natürlich wieder sehr schön. Können wir da auch noch nachsuchen. Ach, klasse. Oder war denn doch Mist. Ja, war wohl doch nur der Füllstand vom Fahrsilo. Mit Gülle scheint hier nichts zu sein. Das regt mich doch jetzt schon wieder auf. Also so schlau und haben das Ding irgendwo reingebaut. Ne. Ja. Das ist jetzt natürlich, ne? Haben wir uns das auch umsonst hergeholt. Klasse. Ja, denn mal einen lieben Gruß an den Mapper dieser Map. Hast da ganz schön scheiße gebaut. Super. Ich könnte kotzen.
Also ganz ehrlich, an dieser Stelle frage ich mich mal wieder, testen die Leute ihre Maps nicht? Oder nicht ausreichend? Ach Gott, da. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, da mal eben zu gucken bei der Biogasanlage, ob da alles funktioniert, wie es soll oder nicht. Ja, wenn es halt nicht funktioniert, dann muss ich da nochmal nacharbeiten. Und fertig. Aber sowas denn zum Download zu stellen, ist irgendwie nicht so toll. Das kommt wieder mehr Spielfrust auf, als dass man da wirklich Freude dran hat. Und ich meine, ich habe sie auch selber gesehen, wo ich meine Map gebaut habe. Da mal eben schnell die Funktionen alle durchtesten, das ist kein großer Akt. Aber scheinbar ist es das doch. Oh Mann, ey. Gut, ist jetzt halt so, ja. Ist das halt noch eine Sache, um die wir uns denn auch noch kümmern werden. Ja, in dem Sinne, wir machen hier einfach Ende. Und ja. Ich hoffe, es hat euch jetzt trotz des letztendlichen Fehlschlages so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja. Wollte ich sonst noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ja, liebe Leute, macht's gut, haut rein. Bis dann. Tschüss.